Wir sind Ricarda und Max. Und wir sind Cats and Dogs Blog. Meinen Blog gibt es ja schon seit 11 Jahren. Und damals gab es noch gar nicht viele Blogs oder Influencer. Heutzutage hat sich das alles total professionalisiert. Und ja, auch für mich natürlich, obwohl ich eigentlich aus einer ganz anderen Richtung komme. Ich bin eigentlich Grundschullehrerin und totaler Quereinsteiger in meinem jetzigen Bereich und habe das Schreiben und Bloggen gar nicht gelernt. Aber ja, das ist ja umso spannender für mich. Tatsächlich war Fotografie nie wirklich mein Hobby. Ich bin überraschend zur Fotografie gekommen und zum Film. Ja, nach der Schule wollte ich erstmal etwas anderes lernen. Das habe ich dann auch 3,5 Jahre gemacht. Das war ein ordentlicher Handwerksberuf. Und dann hat mich der Wunsch, etwas anderes zu kreieren als mit Werkstoffen, sondern halt mit einem Foto oder mit einem Film, so sehr gepackt, dass ich dann noch mal eine Ausbildung gemacht habe. Und ja, ich liebe meinen Beruf. Zuallererst ist es für uns immer bei einem neuen Projekt wichtig, dass es auch zu uns passt. Und wenn das der Fall ist, dann lassen wir uns vom Produkt inspirieren, sei es Farben, Formen, Textur. Und genau aus diesem entsteht dann eigentlich der kreative Prozess. Ja, spinnen rum, machen uns Gedanken und schauen dann natürlich, dass es zu unserer Bildsprache passt, zu unserem Feed bei Instagram passt. Ja, und aus diesen ersten Gedanken, die wir dann halt entwickeln, gehen wir weiter und machen eine ordentliche Vorbereitung und eine richtige Planung, haben wir wirklich dann während der Produktion einfach weniger Stress und können entspannter die Sache umsetzen und halten uns trotz dieses Konzepts immer noch irgendwie nach links und rechts ein Türchen offen, um eventuell zu improvisieren. Woher wir unsere Inspirationen nehmen? Ich denke, das ganze Leben hält sehr viel Inspiration für uns bereit. Man muss die Augen öffnen und einfach mal herumschauen, was man so findet. Sei es die Natur, sei es die Architektur. Wir lassen uns durch Bücher, durch Texte, durch Musik inspirieren. Und wenn man sich nicht verschließt vor den Dingen, die wir alle vor der Nase, vor den Augen haben, dann kann jeder, glaube ich, alles erschaffen. Ja, der große Vorteil der selbstständigen Arbeit ist natürlich die Spontanität. Wir sind nicht an Uhrzeiten gebunden, an Tageszeiten. Wir haben auch keine wirklich festen Tage in der Woche. Wir können einfach, wenn wir sagen, dienstags ist das Wetter besser als mittwochs, dann springen wir halt ins Auto und fahren vielleicht auch mal spontan einfach an die Nordseeküste, wo dann gerade die Sonne scheint, wenn wir eine Strandlocation brauchen. Meine größte Hürde auf dem Weg zur Selbstständigkeit war definitiv, den Mut aufzubringen, mich selbstständig zu machen. Ich war in einer festen Anstellung, ich hatte einen sicheren Arbeitsplatz und diese Sicherheit aufzugeben für vielleicht was Freieres, was Kreativeres, diesen Schritt zu gehen, das war meine größte Hürde tatsächlich. Damals gab es halt noch nicht wirklich viele Blogger erstmal und schon gar nicht Blogger, die davon leben konnten. Und deswegen war es für mich noch ein bisschen unsicherer und vielleicht auch ein bisschen spannender, ob das denn wirklich klappen würde. Für mich gibt es eigentlich keine Trennung zwischen Freizeit und Beruf. Die Arbeit am Blog und mit Max zusammen, das ist alles sehr stark ineinander verwoben. Das ist einfach mein Leben. Also wie ich den Weg von Cats and Dogs beschreiben würde, immer die Augen offen halten in alle Richtungen und auf alles, was kommt, freuen.